Klopf, klopf. Maria, was machst du denn hier so früh am Morgen? Ach, ich wollte nur mal nach euch schauen. In Bethanien, da haben sie gesagt, sie hätten euch verhaftet. Nein, 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 wir sind hier. Und ist er auch da? Ja, er ist oben. Ihm geht's nicht gut. Er hat sich zurückgekrochen in sein Zimmer. Wie ein Tier, das sich zum Sterben hinlegt. Er kann nichts essen, nichts trinken. Er kann sich einfach nicht verzeihen, weißt du? Ach, armer Petrus. Und wie geht's in Bethanien? Ach, denen geht's auch nicht besser. Unfähig zu dem, was man jeden Tag tun muss. Mhm. Du, ich wollte mal losgehen zum Grab. Salben und Ölen. Sagst du deiner Mutter bitte Bescheid? Aber natürlich, sie wird mitkommen. Aber ich habe gedacht, vielleicht kommt ihr auch mit, du und Petrus. Ich meine, wer soll uns doch sonst den Grabstein wegrollen, den großen, runden? Also Petrus geht's nicht gut. Ich würde ihn, glaube ich, nicht alleine gelassen in dieser Situation. Du frag doch die Wachen, das werden sie dir nicht ausschlagen. Ja, das ist eine gute Idee. Nichts los, oder? Nö, ist nichts los. Naja, ist ja auch Sabbat. Sabbat war gestern. Sabbat war gestern? Ja. Aber heute ist nichts los. Ja. Oh nein, ein Erdbeben! Ist offen. Wer hat es aufgemacht? Bing! Was suchst du den Lebenden bei den Toten? Oh, wenn du ihn weggemacht hast, dann sage mir bitte, wo ich ihn finde. Er ist nicht hier. Gott hat ihn aufgeweckt. Erinnere dich, was er gesagt hat. Er muss sterben und am dritten Tag muss er wieder auferstehen. Geh, sag es allen, besonders dem Petrus. Bing! Oh nein, das Grab ist offen. Sie haben ihn weggebracht. Oh nein, sie haben ihn weggebracht.
Sie haben ihn weggebracht. Sie haben... Johannes! Ja. Das Grab steht offen. Wie, das Grab steht offen? Ja, es steht offen. Offen? Ja, weg, weg. Alles ist, es ist furchtbar. Petrus, Petrus, das Grab steht offen. Ja, schon da. Es ist wirklich offen. Sie hat recht. Wo ist er? Keiner da. Nur die Tücher. Nur die Tücher, Johannes. Aber die Tücher? Aber die sind doch alle so sauber zusammengelegt. Das kann doch nicht. Es ist wahr. Petrus! Petrus, komm zurück! Mensch, wo bist du denn? Erinnere dich, was er gesagt hat. Am dritten Tage, er wird auferstehen. Petrus! Was weinst du, Frau? Oh, bist du der Gärtner? Wenn du ihn weggebracht hast, bitte sage mir, wo er ist. Maria. Rabbi? Oh, du lebst. Fasse mich nicht an, Maria. Ich bin noch nicht bei meinem Vater gewesen. Du kannst mich noch nicht begreifen. Ich muss erst zu meinem Vater gehen und zu deinem Vater, zu meinem Gott und zu deinem Gott. Er lebt. Jawohl! Er lebt! Ich hab ihn gesehen! Leute, er lebt! Also ihr glaubt hier also nicht? Also Maria Magdalena ist ein liebes Mädchen, aber sie ist immer noch eine Frau. Naja, aber sie hat es doch gesehen. Und wo ist Petrus denn jetzt? Petrus ist so. Er hat sowas wie eine Vision gehabt. Er hat auch gesagt, er hat den Herrn gesehen. Nun ist er oben und schläft. Ah, aber ob man das glauben kann. Johannes, ja.
Sag mal, hast du die Tür abgeschlossen? In der Stadt erzählen sie sich schon, dass sie uns suchen. Wir hätten den Leichnam geklaut. Aber erinnert euch doch, am dritten Tage wird er wieder auferstehen. Das hat er doch selbst gesagt. Ja, ob er das so gemeint hat, wenn er das so gesagt hat. Manchmal sagt er was und er meint es gar nicht. Oder er meint was und er sagt es gar nicht. Aber wir haben doch Lazarus auch gesehen, von den Toten zurückkehrend. Bing-bing. Oh nein, jetzt holen sie uns, Gespenster! Ich bin es doch. Warum erschreckt ihr so? Schaut her, fühlt meine Hände und meine Füße. Ein Gespenst hat weder Fleisch noch Knochen. Aber das ist doch, das wird doch dann, das ist doch, du lebst. Ja. Fürchtet euch nicht. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich nun euch. Geht hin, empfangt die Gnade des Herrn und geht zu allen Völkern und erzählt es ihnen. Bis an der Weltende.